Danke. Wir machen es uns jetzt hier so ein bisschen gemütlich. Max hat ja schon ein bisschen vorgegriffen mit seinen Kritikpunkten an den anderen Modellen und ich glaube, die anderen haben da bestimmt auch ein paar Antworten für und vielleicht auch Kritikpunkte am Drogenfachgeschäft. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause von 2 bis 5 Minuten und stellen das, richten das hier so ein bisschen ein und dann würde ich alle nochmal bitten, quasi hierher zu kommen, sich einen Hocker zu suchen und dann geht's los. Also. Gregor, die Zuschauerzahl im Stream würde uns interessieren. Okay, ich komme gleich ins Boot. Ja, ich hoffe, es hält. Ja. Also. Hat dem doch das Mikro hin und dann nimmt das. So. Ich würde es dir auch gleich geben. Ich glaube, ich bin jetzt hier auch drauf. Ich stehe ja immer gerne. Also ich würde eigentlich dich erstmal bitten, oder magst du noch mal kurz deine Kritikpunkte erstmal am Coffeeshop-Modell äußern? Ja, ich kann das noch mal ganz kurz wiederholen. Also das niederländische Modell zeichnet sich halt eher dadurch aus, dass der Staat weniger sich um die Drogenpolitik kümmert, weniger um die Qualität kümmert. Deswegen finde ich das niederländische Coffeeshop-Modell nicht gut, weil ich sage, ich will keinen freien Markt, sondern einen vernünftig regulierten und kontrollierten Markt. Ja, das hat was. Aber man muss berücksichtigen dabei, also ich glaube, dass um Realpolitik zu machen. Ja? Das eine ist sicherlich eine schöne Trauminsel und sowas, aber es geht ja auch darum, so sehe ich das, so glaube ich, dass man es umsetzen kann, kleine Schritte macht, um überhaupt mal ein Standbein reinzukriegen. Und wir haben in der, auf der Abgeordnetenhausebene im Senat bereits vorgearbeitet, was das Drug-Checking betrifft. Und da haben wir ein Programm jetzt auch in der Schublade drin, dass egal wie die neue Koalition aussehen wird, die brauchen das nur aus der Schublade zu ziehen und dann kann man das machen, dann kann man das umsetzen. Und ich wünsche mir ganz schwer, dass alle, die also die neue Koalition bilden werden, dann die neue Regierung machen werden, dass sie sich nicht scheuen, dieses Papier aus der Schublade zu nehmen und auch umzusetzen. So, und das, glaube ich, ist ein wichtiger, eine wichtige Voraussetzung dann auch für diese Coffeeshops, nämlich, dass ich dann auch nachweisen kann und kontrollieren kann, was ist denn da tatsächlich drin. Denn es ist so, auch was Hans gesagt hat, natürlich, das hat unheimlich viel Charme, aber man muss auch wissen, es gibt leider immer Menschen, die dann doch aus Profitgier dann die ein oder andere Substanz mit untermischen, die dem User, die er nicht nehmen möchte. Und ich wünsche mir schon, dass die Menschen auch das nehmen können, was sie wollen und nicht irgendwas anderes untergeschoben kriegen. Und deshalb ist für mich Drug-Checking ganz wichtig und deshalb glaube ich auch, dass ich das in Kombination mit so einem Coffeeshop dann durchaus, dass das realistische realistisch ist zum Umsetzen und natürlich auch nur in einem Modellprojekt laufen kann. Anders kriegen wir das gar nicht durch, weil sonst haben wir, also die Staatsanwaltschaft in Berlin würde da schon gar nicht mitspielen bei dem Spiel. Ja, also von daher hoffe ich mir das. Und was ich zu dir noch sagen wollte, mir fällt immer Mick Jagger ein. Wir beide sind ja so die ähnliche Generation, sage ich jetzt mal. So, und zu unserer Zeit, es gab ja kein Konzert, wo sie nicht von der Bühne runtergebrüllt haben, dass sie wieder irgendeinen Stoff brauchen. Und
das war halt so. Und Mick Jagger ist jemand, der mit Sicherheit alles durchprobiert hat. Alles, was es gibt und nicht gibt, hat er alles durchprobiert. Und wenn man ihn dann noch heute anguckt, im hohen Alter, wie der auf der Bühne rumtobt, dann dürfte, wenn man die Drogenideologie verfolgen würde, müsste man sagen, kann der das gar nicht, ist gar nicht möglich. Ja? Und also das ist auch so ein Stück weit für mich etwas, wo das untermauert, eben diese Sache, jeder kann, soll die Drogen nehmen, die er möchte, und nicht nur die Leute, die das Geld dann dazu auch haben, um dann sauberen Stoff zu kriegen. Ja, das wäre auch ganz wichtig. Ich bin aber jetzt nicht Alleinunterhalter. Ich möchte gleich mal reingrätschen. Ihr habt ja das schöne Stichwort von dem politisch Machbaren angesprochen. Und da sehe ich den großen Charme des Cannabis Social Club Modells mit einer entsprechenden Erklärung an die Staatsanwaltschaften in Berlin, dass der 31a auf solche Institutionen angewendet wird, wäre von heute auf morgen möglich, das in Berlin umzusetzen. Dazu braucht es im Prinzip nicht mal den Charakter eines Modellversuchs, weil das Betäubungsmittelgesetz diesen Spielraum lässt. Und ich sehe bei den Modellen Coffeeshop und Drogenfachgeschäft, die ich eher so als mittelfristiges bis Fernziel betrachte, das Problem, wie wollt ihr denn die Versorgung dieser Einrichtungen mit den nötigen Rauschmitteln sicherstellen? Ihr seid ja dann doch wieder auf den illegalen Markt angewiesen. Also gerade was die Versorgung angeht, gibt es, wenn das zum Beispiel ein Modellversuch ist, der vom Land Berlin, also einer staatlichen Institution, praktiziert wird, doch überhaupt gar kein Problem. Es ist ja für diese Ebene nicht so, dass Drogen verboten wären, sondern auf zwischenstaatlicher Ebene sind Drogen ja nur reguliert durch die internationalen Verträge. Also der Staat organisiert ja zum Beispiel den Handel und sorgt dafür, dass in Apotheken Substanzen, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, verfügbar sind. Er sorgt dafür, dass Heroin abgegeben wird und importiert das ja auch ganz hochoffiziell. Also das, was der internationale Suchtstoffkontrollrat macht, ist ja gerade festzustellen, welchen Bedarf haben die Länder an Drogen und wie stellen wir den sicher. Das ist ja eine derer Funktionen. Und wenn wir das auf nationaler Ebene machen wollten, könnte natürlich Deutschland problemlos sagen, dass wir Cannabis importieren. Deutschland importiert auch hochoffiziell Cannabis, ich vermute zu irgendwelchen Forschungszwecken. Und wenn man das, also könnte man auf der Ebene machen. Und es ist ja auch in den internationalen Verträgen explizit vorgesehen, dass man beispielsweise eine Cannabis-Agentur errichten kann, um zum Beispiel für medizinische Zwecke Cannabis zur Verfügung zu stellen oder auch für Forschungszwecke. Und da so ein Modellversuch ja ein wissenschaftlicher Zweck wäre, könnte eine nationale Cannabis-Agentur das ganz legal oder über hochoffizielle Wege, die schon längst existieren, organisieren. Ja, was uns Max daran natürlich gerade gut als Beispiel gebracht hat, ist natürlich, dass irgendwie, wenn es der Regierung passt und der Forschung es passt und unter Umständen der Wirtschaft es passt, halt sehr viel passiert. Und es passiert natürlich auch sehr viel, weil zum Beispiel Cannabis als Pflanze ist sehr gut untersucht, das wird bloß nicht kommuniziert. Es gibt irgendwie über 20.000 Studien zu allen möglichen Teilen der Cannabispflanze, aber wer weiß denn davon? Die US-Regierung hat seit 1970 ein Patent auf Cannabis-Wirkstoffe, die dazu dienen sollen, Krebs zu unterdrücken. Krebszellenwachstum wird quasi halbiert durch irgendwie Anwendung von Cannabis im menschlichen Körper. Aber wer weiß denn davon? Auf der anderen Seite sieht man, wenn halt irgendwie die kommerziellen oder ideologischen Interessen da im Vordergrund stehen, dass dann kein Weg zu weit ist, kein Geld ausgeben ist irgendwie zu niedrig. Das sieht man ja auch an der Bankenrettung. Damit ist das ganze System mal wieder irgendwie schön gerettet. Aber irgendwie die Leute, die irgendwie darunter leiden, die letztendlich Privatpersonen sind, die haben davon gar nichts. Und so ein Cannabis Social Club, der funktioniert zwischen dir und mir und da ist es der Pflanze egal, wo und wie sie wächst. Die Gedanken machen sich die Menschen darum. Jo, das ist immer schon eine sehr gute Sache und dann möchte ich auch natürlich nochmal sagen, dass auch das Social Club Modell auch auf andere Pflanzen zum Beispiel anwendbar ist. Ich denke mal, LSD zu Hause herstellen ist ein bisschen schwieriger, auch in einem Hobbylabor ist ein bisschen schwieriger, aber zum Beispiel möchte ich auch irgendwie die Eröffnung des ersten Coca Social Clubs verkünden. Bei diesem Verein, der wurde jetzt vor kurzem in Antwerpen gegründet, gibt es halt eine Verbindung zu Bolivien, zu einem
einer Gewerkschaft in Bolivien, die Coca-Blätter produziert. Und ich möchte dazu sagen, es geht nicht um Kokain, es geht um Coca-Blätter. Es geht um die Blätter im natürlichen Zustand. Die sind sehr gesund, kann man mal nachlesen, gibt dort auch zahlreiche Studien drüber. Aber jedenfalls gibt es jetzt diesen neuen Coca Social Club und man kann da mitmachen und dann kann man Coca-Blätter beziehen aus einem fairen Handel. Das ist ja, ich gebe dir ja ein Stück weit recht, nur was wir beide hier machen, ist auch versuchen, das ein bisschen in unsere, in unser Politiksystem mit zu integrieren. Und da wird es einfach schwierig. Was du jetzt sagst über Cannabis in der Medizin, was ja wirklich ein ganz wichtiger Aspekt ist, auch in der Schmerztherapie wird es ja auch angewandt. Was macht die Bundesregierung? Die wollen das gerade in der Schmerztherapie zumindest als Medikament zulassen, allerdings nicht in der reinen Form, sondern natürlich chemisch hergestellt. Also das heißt, dass irgendein Industrieunternehmen da wieder dann dran Geld verdient, was ein völliger Quatsch ist. Als ich nach Berlin gekommen bin, da haben wir überall auf unseren Balkonen haben wir Cannabispflanzen angebaut und die Cops, die unten vorbeiliefen, die haben immer gesagt, was haben die Leute hier für einen komischen Geschmack, das sind so komische Blumen, was die immer hier haben als Balkonpflanze, das geht heute nicht mehr, weil auch die grünen Männchen heute, die wissen alle, wie so ein Produkt aussieht, also es wird nicht mehr so ganz funktionieren, wie das früher war, aber es ist einfach so, dass es tatsächlich noch immer unter diesem Stigma ist, dass oder einfach verboten ist von der Bundesregierung aus und die da auch richtige drastische Gesetze drauf haben. Deshalb können wir das, so gerne ich das auch machen würde, weil es gibt keinen Grund, warum man das nicht selbst anpflanzen kann auf seinem, in seinem Balkonkasten da drin. Warum eigentlich nicht? Ja? Also, aber es ist halt so, dass die Bundesgesetze nun mal über allem stehen und dann müssen wir das über einen Modellversuch, wenn wir es tatsächlich umsetzen wollen, müssen wir einen Modellversuch machen, in welche Richtung auch immer. Und unser Schritt war einfach der zu sagen, ja, dann machen wir es über die Coffeeshops, diesen Modellversuch und sehen dann, dass man es weiter ausweiten kann. Also erstmal kurz ein Punkt zur sachlichen Richtigstellung. Also das, was von der Bundesregierung jetzt ermöglicht wurde, ist das Medikament Sativex. Das wird bei MS eingesetzt, also hat explizit dafür nur eine Zulassung und wird auch, also ist ein echtes Cannabis-Extrakt, das zwar auch, also das wird zwar immer gesagt, das ist ein THC und CBD, also die Wirkstoffe werden immer angegeben, aber das liegt daran, weil sie auf diese beiden Wirkstoffe normiert sind, aber es ist ein echtes Cannabis-Extrakt. Also das nur zur einen Information und es ist halt leider noch so, dass es nur diese eine Zulassung gibt und nur deswegen für die Krankenkassen das nur bei MS-Patienten erstatten. Das ist gerade ein großes Problem. Wenn ich jetzt nochmal kurz den Punkt aufgreifen würde, wenn die Pharmaindustrie will, ist vieles machbar. Vielleicht müssen wir da im Bundestag auch nochmal endlich einen Antrag stellen, um der Pharmaindustrie in Deutschland endlich mal entgegenzukommen, weil absurderweise ist es zwar möglich, Cannabis, also Sativex verschrieben zu bekommen, aber der Anbau, um dieses fertige Arzneimittel herzustellen, ist in Deutschland immer noch verboten, was halt vollkommen absurdes Theater ist. Also insofern sollte man vielleicht zumindest mal auch die FDP auffordern, dann wenigstens auch mal dafür zu sorgen, dass in Deutschland endlich wieder Rauschhanf überhaupt angebaut werden darf, auch wenn erstmal nur Sativex daraus hergestellt wird, weil das ist auch noch nicht möglich. Und Barbara hat es ja sehr richtig angesprochen. Wir haben in Deutschland nun mal das Legalitätsprinzip. Jeder Polizist, der eine Straftat sieht, muss einschreiten. Und deswegen ist halt die Pflanze auf dem Balkon nicht mehr möglich. Die Eidgenossen haben, die sind ja immer sehr pragmatisch, die haben, also planen, also es gibt einige Leute, die planen da einen sehr lustigen Weg. Und zwar, die sagen, naja gut, wir tun mal die Zulassungspflicht für Nutzhanf aufheben, zumindest bis zu 10 Pflanzen. Also auch in Deutschland muss ich ja, wenn ich Nutzhanf anbaue, das alles registrieren. Und die Eidgenossen sagen, ja, wir machen das einfach bis zu 10 Pflanzen nicht. Und dann können wir ja die Polizisten anweisen, wenn ihr irgendwo den Hanf seht, geht einfach davon aus, dass es der Nutzhanf ist, weil dann ist das auch alles kein Problem mehr. Das ist dann eine pragmatische Möglichkeit der Entkriminalisierung. Ja, die Schweizer haben sich noch was anders ausgedacht. Die arbeiten auch nicht so unbedingt so gern so viel und jede Anzeige ist Formulare ausfüllen und Statistik ausfüllen.
Und darum hat der Kanton St. Gallen angefangen, Betäubungsmittel für Gene, wenn es sich um kleinere Mengen von Betäubungsmittel handelt, wie Falschparken zu behandeln. Das kostet dann 50 Franken, das sind so ungefähr 40 Euro Buße und damit ist der Fall erledigt. Und das wollen sie jetzt landesweit einführen, weil es sich einfach nicht rechnet. Und vielleicht in diesem Zusammenhang noch ein Hinweis. Man redet von Betäubungsmittel und Betäubungsmittelgesetz. Oder auf Lateinisch, so, so sagt man, also dann, das sind Anästhetika, kommt eigentlich aus dem Griechischen. Und das ist das Gegenteil von Ästhetik. Nicht Ästhetik ist das, was man mit feinen Sinnen wahrnimmt. Und ein Anästhetikum ist etwas, das verhindert, dass man das wahrnimmt. Zum Beispiel von einer Operation im Krankenhaus, da kriegt man ein richtiges Betäubungsmittel. Aber wenn die dann zum Beispiel Substanzen wie LSD als Betäubungsmittel bezeichnen, als ein Anästhetikum, also der einzige Grund, warum ich LSD nehme, ist, damit ich ein bisschen mehr sehe und nicht ein bisschen weniger. Darum ist das ein Ästhetikum. Nicht mit den Pillen nehmen. Das ist auch so eine Sache. Der Normalbürger nimmt Pillen ein, ja? Wenn ihm der Kopf wehtut, nimmt er eine Pille ein, damit er es nicht mehr so merkt. Und wenn ihm der Magen wehtut, nimmt er eine Pille ein, damit er es nicht mehr so merkt. Also da werden Pillen genommen, damit man etwas weniger merkt, als was in einem vor sich geht. Aber Psychonautiker, die nehmen Pillen oder Pappen oder Flüssigkeiten, damit sie ein bisschen mehr merken. Also im Sinne von Ästhetika, mehr wahrnehmen, feiner differenziert wahrnehmen. Ich möchte jetzt einfach mal einem vielleicht entstehenden falschen Eindruck vorbeugen, auch wenn wir hier mitunter mit harten Bandagen und ebenso harten Worten kämpfen, sind wir nicht parlamentarisch vertretenen Aktivisten schon sehr froh darüber, dass es in den Parteien so Leute wie Barbara und Max und Heide Hagen, die im Moment ganz fleißig Piratenwahlkampf macht, irgendwo gibt. Wir freuen uns darüber, dass wir mit euch so offen, auch vor der Kamera und dafür mit für alle sichtbar, über solche Themen diskutieren können. Vielleicht gelingt es uns ja in den nächsten 4 Jahren dann den einen oder anderen Modellversuch auf den Weg zu bringen. Mein größter Traum wäre ja ein Miteinander verschiedener Modellansätze, um dann tatsächlich gucken zu können, welches der Konzepte, sei es nun ein Cannabis Social Club oder ein Coffeeshop oder ein wie auch immer fachkompetent, wissenschaftlich, handwerklich betreuter Drogenfachgeschäft ist. Wir müssen diese Alternativen auf alle Fälle auf die ein oder andere Art ausprobieren. Vielleicht gibt es da ja fraktionsübergreifende Mehrheiten, wenn wir sie denn nur suchen. Ja, vielleicht ein Drogengenuss, Erholungszentrum, Kulturzentrum auf dem Flughafen Tempelhof. Das wäre doch ein einmaliges Projekt. Das wäre sicherlich eine schöne Idee. Und mir fällt gerade wieder auf, warum ich euch alle eingeladen habe. Das Gespräch ist eigentlich so eigendynamisch. Ihr braucht keinen Moderator, der doofe Fragen stellt. Das läuft auch so. Trotzdem, also wir setzen jetzt mal den Fall voraus. Wir haben alle rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen. Und wir haben jetzt alle 3 Modelle am Laufen. Wie würdet ihr denn die Abgabe regeln? Sollte man das sozusagen führerscheinpflichtig machen, wie das mit diesem Handführerschein mal im Gespräch war? Sollte man das verschreibungspflichtig machen, wie das mit Medikamenten ist? Oder einfach die freie Abgabe, wie das jetzt mit hartem Alkohol ist? Ich gehe ins Geschäft, lass mir sagen, okay, das ist ein guter Whisky, das ist ein schlechter Whisky, das könnte deinem Geschmack entsprechen. Wie stellt ihr euch das dann vor, wenn all die rechtlichen Hürden, die ja, wenn man das als Modellversuch macht, etwas geringer sind, aber wenn die alle genommen sind und ab morgen geht's los, wie soll die Abgabe erfolgen? Möchtest du, Barbara? Soll ich gleich? Also wenn du magst, ansonsten sage ich kurz noch, ein Modellversuch braucht eine wissenschaftliche Begleitung, ergo werden wir um eine gewisse Menge Datenerhebung und Datenauswertung nicht drum herum kommen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass man das in unserer Zeit mit Chipkarten macht, die man dann auch weitestgehend anonymisieren kann, also zumindest die Datenauswertung, aber die Datenerfassung muss personalisiert sein, damit man einfach verfolgen kann, welche Mengen Drogen konsumieren die Leute aus den verschiedenen Einrichtungen und haben sie dann mehr oder weniger Gesundheitsprobleme, weil darum geht es ja letztendlich bei Drogenpolitik. Wie können wir riskante Konsummuster verhindern? Wie können wir die Folgen riskanten Konsums verringern und damit gesellschaftlichen Schaden abwenden? Ja, da kann man auch sich erstmal noch einen Monat gedulden und dann darauf warten, dass zum Beispiel die europaweite Druid-Studie rauskommt zu zum Beispiel Grenzwerten von Drogen im Straßenverkehr, die schon mal irgendwie sich deutlich unterscheiden dürften zu denen, die jetzt gelten, nämlich gar keine. Und da wird schon mal irgendwie jetzt gerade 5 Jahre geforscht und die dürften irgendwie einige Millionen Euro ausgegeben haben und da sollte ja ein bisschen was rauskommen. Zu dem anderen Thema. Welches war das noch gleich? Ach ja, die wissenschaftliche Begleitung. Also die Cannabis Social Clubs in Spanien, die haben tatsächlich schon solche Sachen mitgemacht und die existieren ja jetzt schon auch einige Jahre. Und es gibt einen über 200-seitigen Bericht für die EU-Kommission, wo irgendwie sozusagen die Vor- und Nachteile von Cannabis Social Clubs dargestellt werden, sowie irgendwie was für Probleme auftauchen, was so ein Cannabis Social Club kostet, was die Mengen sind, all sowas ist da schon mal als Studie jetzt vorgelegt worden. Das wird alles gerade irgendwie so oder irgendwo in der Maschine bearbeitet. Also ich möchte es eigentlich nicht haben, dass das in Apotheken verkauft wird und dass man dann den Ausweis und solche Sachen vorlegt. Auch wenn ich dran denke, der Wein früher, den konnte man in der Apotheke und ich glaube fast ausschließlich auch nur in den Apotheken kaufen. Und im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrzehnte hat sich das dann doch etwas verändert in Deutschland und wir können doch sehr locker, relativ locker Wein kaufen. Für mich ist wichtig, bei diesem Modellversuch einmal das, was Steffen dazu gesagt hat, und dazu kommt für mich auch der Jugendschutz. Der ist für mich auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt dabei, dass ich, wie ich das auch bei Alkohol und bei Zigaretten habe, ich finde, das ist die Verantwortung auch von der Gesellschaft, dass man hier die Kinder und Jugendlichen nicht unbedingt jetzt da freien Zugang zu allem gibt, aber bei Erwachsenen bin ich sehr wohl der Meinung, dass sie eigenständig entscheiden können, was immer sie haben wollen. Jetzt habe ich ganz viel Kritik hervorgerufen, sehe ich in den Augen. Also beim Drogenfachgeschäft, also erstmal zum Stichwort Datenerfassung, da sträuben sich sicherlich bei genug Leuten erstmal, allein wenn sie das Wort hören, schon bei die Nackenhaare. Ich sehe das insofern ein bisschen pragmatischer, weil es ja auch durchaus Datensammlungen in Deutschland gibt, die einen guten Zweck erfüllen und auf die der Staat keinen Zugriff hat. Also ich sehe zum Beispiel bei meinem Blutspendeausweis, das macht zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz, die sind erstmal unabhängig. Also insofern muss man nicht automatisch Angst haben, dass sofort das BKA Zugriff auf alles hat. Genau. Was Altersgrenzen angeht, also auch ich predige erstmal Altersgrenzen, dann so abgestuft je nach Substanz, so 16, 18, 21, kann man dann schauen, ab wann man was freigibt. Aber da ich auch aus einem Jugendverband komme, wo wir beispielsweise so Sachen wie das Wahlalter 0 fordern, wäre es auch durchaus mal ein spannender Diskurs zu schauen, sind denn derartige Altersgrenzen festzulegen von Erwachsenen, weil das sind üblicherweise die Leute, die Gesetze machen, also dem Jugendlichen zu sagen, ab dann und dann darfst du es etwas machen, nicht auch im Bereich Drogen die gleiche Bevormundung wie beim Thema Wahlalter. Ich bin, was die Frage angeht, noch zu keinem Ergebnis gekommen, aber auch den Diskurs möchte ich mal kurz angesprochen haben. Echter Jugendschutz würde dann auch wirklich stattfinden, wenn zum Beispiel jedes Drogenfachgeschäft einem Drogenfachverkäufer gehört, also an eine Person gebunden ist, nicht an einen Konzern, sondern eine Person eine Lizenz hat und wenn sie einfach gegen den Jugendschutz verstößt, dann auch einfach die Lizenz los ist und damit die wirtschaftliche Grundlage. Und deswegen würde ich davon ausgehen, wenn man ein derartiges Modell fahren würde, hätten wir auch endlich Jugendschutz, den wir beim Thema Alkohol derzeit einfach nicht haben, muss man ganz real feststellen. Und das Stichwort Führerschein wurde angesprochen, der Drogenführerschein. Ja, gerne Drogenführerschein, aber auf freiwilliger Basis. Warum, glaube ich, funktioniert das? Wenn es in Deutschland nicht die Pflicht gäbe,
einen Führerschein zu machen, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, gehe ich davon aus, dass trotzdem viele einen hätten. Weil es, glaube ich, die soziale Kontrolle sicherstellt, die dir dann sagt, wenn du im Straßenverkehr unterwegs bist, dann musst du dich auch damit auskennen, weil du würdest sonst andere gefährden. Und die soziale Kontrolle würde dafür sorgen, dass die Leute freiwillig sich eine Einweisung geben lassen, wie sie mit einem Auto umgehen. Und deswegen würde ich davon ausgehen, dass Leute, gerade wenn es um etwas potentere Substanzen geht, wie LSD, Zauberpilze, sie durchaus freiwillig auch ein Angebot, das dann ja auch legal und niedrigschwellig verfügbar ist, auch gerne annehmen, weil sie ja selbst kein Interesse haben und die Gesellschaft auch kein Interesse hat und ihnen das klar macht, dass sie hier komplett ohne Vorwissen anfangen, auf die Reise zu gehen. Ja, da spricht Max ein gutes Stichwort an. Wir müssen all die Modelle, die wir hier diskutieren, immer auch aus der Perspektive der Leute sehen, die vielleicht nur Angehörige von Drogenkonsumenten sind, weil ich aus meiner täglichen Arbeit weiß, dass der weit größere Aufklärungsbedarf bei Eltern, Lehrern, Vereinsmitgliedern und Ähnlichem ist, die den Verdacht haben, dass ihre Schutzbefohlenen, Anvertrauten mit Drogen Umgang haben. Und da würde mich interessieren, inwieweit sich da die einzelnen Modelle unterscheiden hinsichtlich der sozialen, der Bildungskomponente, was Drogen angeht. Vielleicht Dribbel als Erster, du hast ja das Social im Namen des Konzeptes mit drin. Ja, genau. Das Social bezieht sich natürlich auch auf irgendwie die Gemütlichkeit, die in so einem solchen Club vorherrschen sollte. Also das genaue Gegenteil hat man zum Beispiel jetzt hier in vielen Druckräumen, wo halt gekachelte Wände und Spiegel und sowas vorherrschen. Da ist der Coffeeshop in Amsterdam schon mal deutlich gemütlicher. Und alleine schon durch solche Umgebungen, wie auch Hans vorhin anmerkte, an dem Konzept von Set und Setting, ist ein gewaltiger Unterschied, ob jetzt Schaden entsteht oder nicht. Also das ist schon was sehr Grundsätzliches so. Und in einem Social Club passiert natürlich auch ein bisschen mehr halt als nur irgendwie die Grasabgabe. Dort kommen die Leute zusammen, reden miteinander, tauschen sich aus. Dadurch können einfach mal schon mal Probleme verhindert werden. Und zum anderen machen die dann natürlich auch alles andere, was irgendwie das Leben angeht und das Leben schön macht. Ja, also ich will daraus keinen Drogenkonsumraum machen. Ein Drogenkonsumraum ist in der Tat ein bisschen was anderes und ist auch für ein ganz anderes Klientel gedacht als für den Cannabisgebraucher. Und sicherlich ist so ein Coffeeshop sollte auch, so sehe ich das ebenfalls, ein Stück weit eine soziale Einrichtung dann sein, also wo ein Austausch stattfindet, nicht wie im Zigarettenladen, guten Tag, ich hätte gern Freiheit und Abenteuer und dann gehe ich wieder raus, sondern dass da schon ein bisschen mehr Kommunikation dahinter ist, sicherlich, das ist wünschenswert. Und so sollte es auch sein. Plus, was war jetzt noch die Frage? Jetzt habe ich die Frage vergessen. Mir ging es um die Frage, wie erreicht ihr Nicht-Konsumenten mit Aufklärungsbedarf? Zum Beispiel ja. Die Mutter, deren Sohn das erste Haschisch in der Tasche hatte. Wie kriegt die in dem Coffeeshop Informationen, die sie in die Lage versetzen, einzuschätzen, ob ihr Kind einen riskanten Umgang mit Rauschmitteln hat oder nicht? Also diese Broschüren, was Cannabis betrifft, die müssen sicherlich, also so offizielle Broschüren müssen sicherlich nochmal heftigst überarbeitet werden, weil gerade immer diese blöde Warnung da drin, dass wer Haschisch, das ist die Einsteigerdroge und dann landen sie dann nachher alle beim Heroin und sind dann Junkies und kriminell und das ganze Szenario, das ist natürlich völliger Unsinn und deshalb muss das auch alles aufbereitet werden. Und es gibt ja viele Organisationen, auch von Eltern, die deren Kinder Probleme haben, beziehungsweise die Eltern auch Probleme damit haben, dass ihre Kinder Drogen nehmen. Ich denke, dass da sehr viel mehr Information auch laufen muss und Austausch laufen muss, als das in der Vergangenheit passiert ist. Das ist noch eine Baustelle, da kann man noch eine ganze Menge tun.
war das nicht befriedigend? Nicht so richtig. Mir soll es da in dem Coffeeshop spezielle Angebote geben. Aber ich weiß, dass Max jetzt gleich sagen wird, Fachpersonal mit den Qualifikationen. Und wenn ich ehrlich bin, fehlt mir das bei dem linken Coffeeshop-Modell noch so ein bisschen, wie sichergestellt ist, dass da nicht Mund-zu-Mund-Propaganda für Drogen gemacht wird, sondern Aufklärung über Drogen. Das ist ja ein wichtiger Unterschied, ob so ein Händler damit dafür wirbt, sein Geschäft am Leben zu erhalten, oder ob er für diejenigen ein Ansprechpartner ist, die vielleicht selbst gar nicht zu seinen Kunden gehören. Also zum einen ist es ja so, dass wir ein Modellprojekt draus machen müssen. Anders ist es gar nicht machbar. Von daher kannst du niemanden da haben, der da also rein auf Profit aus ist und dann möglicherweise, wie wir das heute in den Getränkemärkten haben, die dann so einen 12-Jährigen mal ganz schnell auf 20 schätzen, damit sie dem dann den Schnaps verkaufen können. Also ich glaube, dass das dann nicht funktionieren kann, wenn man ein Modellprojekt draus macht, weil da einfach viel zu viele gesetzliche Vorschriften dann auch da sind, die zu beachten sind, als dass er das tun kann. Und eben, wenn er, wie er schon sagte, wenn das dann nicht eingehalten wird, dann ist er sofort seine Lizenz los. Ja, also das wird nicht funktionieren. So, und die Aufklärungsarbeit, was eben Leute betrifft, die erstmal in zweiter Instanz erst damit konfrontiert sind. Das, glaube ich, muss außerhalb dieser Coffeeshops passieren und dass die dann auch die entsprechenden, dass die Leute in den Coffeeshops natürlich sagen können, naja, am besten ist, ihr wendet euch da und dorthin, da kriegt ihr dann die richtigen Informationen, weil sonst hast du tatsächlich da Fachleute sitzen, die wo ich mich dann frage, ob die wirklich dann noch den sozialen Aspekt mitbringen können, wenn die dann nur ihre chemische Fachkompetenzen dann da einbringen können. Meine Antwort auf Steffens Frage aus Sicht der Drogenfachgeschäfte, also einmal, wenn man wirklich mal die Vision schaut, Drogenfachgeschäft als reguläres Modell, könnte man sich dort auch einfach vorstellen, dass man das mit der entsprechenden Organisationsform macht und den Leuten einfach ein festes Gehalt zahlt. Also indem man das über Genossenschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts organisiert, schaut, wie viele Geschäfte brauchen wir und dann einfach über ein Umlagesystem dafür sorgt, dass das, was die Leute an Lohn bekommen, komplett fixiert ist. Damit nehme ich diese ganze Marktkomponente und den Anreiz, den Leuten auf Teufel komm raus, was zu verkaufen, komplett raus. Das wäre natürlich eine sehr massive Intervention in den Markt. Aber warum nicht? Drogen sind ein potenziell gefährliches Produkt. Also warum sollte der Staat hier nicht so weit eingreifen, selbst die Löhne festzulegen? Dann nehmen wir aber den Mindestlohn bitte. Ja, selbstverständlich. Ja gut, Drogen für alle und zwar umsonst. Versteht sich ja schon selbst. Um nochmal auf das Bild zurückzukommen, der Mutter, die das Haschig in der Tasche des Sohnes findet, sobald es ein Drogenfachgeschäft gäbe, würde sie da zusätzlich noch den entsprechenden Beipackzettel finden, wo kurz und knapp zusammengefasst wird, welche Wirkung hat diese Substanz. So Beipackzettel existiert auch heute schon, gibt es auf www.drogenfachgeschäft.de zum Beispiel und gerne auch die etwas längeren Broschüren. Und da muss ich jetzt nun wirklich eine Lanze brechen für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Also deren Cannabis-Broschüre ist also aus Sicht des Deutschen Handverbandes auf so einem Stand, dass wir die sogar selbst verteilen, weil da erstmal alles fachlich richtig drinsteht. Das Hauptproblem ist, dass es die Leute, die es am besten wissen, also für die das Wissen am interessantesten ist, gerade die Eltern, also die haben das größte Defizit, was die Drogenmündigkeit angeht, halt gerade diese Broschüre nicht finden. Das heißt, der Sohnemann sollte dann halt A, den Beipackzettel mitbringen und seiner Mutter auch noch die BZGA-Broschüre. Das entspannt schon mal. Ein zweiter Schritt wäre, im Zweifelsfall weiß die Mutter dann auch, kommt aus einem Drogenfachgeschäft. Das ist etwas, was reguliert ist. Vielleicht auf dem Niveau von der Apotheke, ich finde die deutsche Apotheke ist immer noch ein gutes Beispiel, weil die Bevölkerung da ein gewisses Vertrauen drin hat. Und wenn ich weiß, das war nicht irgendein böser, ominöser Drogendealer, der irgendwo in einer dunklen Ecke ihm das gegeben hat, sondern jemand, der die Ausbildung auf dem Niveau eines Apothekers hat, dann hat sie weniger Angst. Und Angst ist etwas, was gerade bei den Betroffenen, bei den Angehörigen vorherrschend ist. Und der letzte Punkt noch. Also eine Drogenmündigkeit ist ja nicht nur etwas Individuelles, sondern auch Gesellschaften sind unterschiedlich drogenmündig. Und gerade unsere Gesellschaft ist das im Großen und Ganzen noch nicht. Deswegen haben wir auch diese miese Drogenpolitik.
Und wenn wir mal langfristig ansetzen und wirklich was verändern wollen, dann müssen wir natürlich parallel zu dieser ganzen Marktregulierung auch die Drogenmündigkeit fördern. Da sind wir dann auch bei Sachen, die ganz einfach Geld kosten, aber das Geld haben wir. Das Geld haben wir, weil wir derzeit Polizisten und Richter und Staatsanwälte und den Strafvollzug finanzieren. Und allein wenn man das Geld, wenn man Cannabis legalisieren würde, allein das Geld, was man kurzfristig freimachen könnte, das sind roundabout 1 Milliarde, die könnte ich einsetzen, um zum Beispiel, damit man sich mal vorstellen kann, was man mit, also was 1 Milliarde ist, da haben wir ja alle keine richtige Vorstellung, was 1 Milliarde Euro sind, das könnte man auch dahingehend investieren, dass an jeder Schule in Deutschland auf 600 Schüler eine komplette zusätzliche Fachkraft kommt, die nur dafür da ist, Drogenmündigkeit zu fördern. Das wäre eine halbe Stelle pro Schule in Deutschland. Wenn man alle anderen Drogenkonsumenten doch entkriminalisieren würde, könnte man das Ganze nochmal verdoppeln. Dann gäbe es an jeder Schule, an jeder Grundschule, an jedem Gymnasium, an jeder Hauptschule, gut, ja, die haben wir dann bis dahin ja abgeschafft, aber an jeder Schule, auch an jeder Berufsschule, ich bin dabei, gäbe es eine Fachkraft, die nur dafür da ist, Drogenmündigkeit unter den Schülern zu fördern. Und das wäre, glaube ich, von der Dimension her wirklich ein substanzieller Beitrag, um mittelfristig die Drogenmündigkeit der Gesellschaft gewaltig zu steigern. Ich glaube, Drippel wollte erst, deswegen erstmal. Ja. Nochmal kurz was zu den Cannabis Social Clubs. Also die real existenten Social Clubs machen zum Beispiel auch keine Werbung. Deswegen weiß eigentlich niemand so richtig sozusagen, wo die sind oder wie man da hinkommt sozusagen. Also klar, es gibt Webseiten, aber das Konzept beinhaltet halt, dass sie keine Werbung machen. Das heißt, auch niemand, der irgendwie noch nicht kifft und jetzt irgendwie da vorbeistolpert, würde auf die Idee kommen, irgendwie jetzt das Kiffen anzufangen, bloß weil es irgendwie Cannabis Social Clubs gibt. Zum anderen muss man halt auch sehen, dass die real existenten Cannabis Social Clubs da schon eine gewisse Altersgrenze ziehen. Aber das ist jetzt halt auch nicht so das Problem, weil irgendwie die Leute, die sich im Freundeskreis kennen, die konsumieren, die werden es schon sagen, hey, da, ich bin jetzt neuerdings Mitglied in einem so tollen Club, irgendwie ist überhaupt gar kein Problem und Problem mit den Bullen gibt es auch nicht mehr. Aber zum anderen natürlich irgendwie die besorgte Mutter so, also selbst der 18-jährige Sohn ist immer noch der Sohn und so. Aber da muss man mal auch sagen, irgendwie, dass halt irgendwie die ganze Aufklärung, die irgendwie in der Gesellschaft stattfindet, ziemlich verlogen ist und so. Und es auch nicht Aufgabe des einzelnen Menschen oder des Social Clubs sein kann, jetzt die riesen Präventionskampagnen zu fahren oder irgendwas anderes. Und da an der Stelle kann man einfach nur sagen, dass auch die staatlichen Informationen da irgendwie deutlich hinterherhinken, weil einfach mal eine ganze Menge Glaubwürdigkeit verspielt worden ist. So, und das ist einfach mal ein Riesenproblem an der Stelle. Und da finde ich das deutlich sinnvoller, wie zum Beispiel Hans den Ansatz, dass das Ganze halt im gesamten gesellschaftlichen Gefüge stattfindet. Mit einer Tradierung, also einer Einführung von Traditionen darum, mit Eltern, die sich darum kümmern, mit irgendwie der Gesellschaft, die da sich drum kümmert, alle. Und nicht nur irgendwie das Problem auf Schulen oder auf irgendwie die AIDS-Hilfe abrollen. Also das ist gerade wieder irgendwie der falsche Ansatz. Aber in den Schulen erreichst du die Eltern. Das ist der Punkt. Die kommen zum Elternabend und dort kannst du eben gerade ganz viel Aufklärungsarbeit auch leisten, was Alkohol betrifft, was den ganzen Kinderschutz auch betrifft. Die Eltern wissen, wenn es darum geht, um sexuellen Missbrauch, sexuelle Übergriffe, das sind alles Themen, die werden auf den Elternabenden thematisiert. Und deshalb kann man sowas selbstverständlich auch einen thematischen Elternabend machen zu diesem Thema und kann da eben Fachleute einladen, damit die Eltern über ihre eigenen Ängste reden können, die sie da haben. Dass man ihnen auch klar macht, wenn die Kinder das oder wenn die Jugendlichen in einen Coffeeshop gehen, dass es eine andere Szene ist, als wenn sie, ich sage jetzt mal, in die Hasenheide gehen und dort kaufen. Das ist ja auch ganz viel Ängste, die bei den Eltern da sind, weil sie Angst haben, dass ihr Kind A, in ein kriminelles Milieu abdriften und B, dann plötzlich was bekommen, was sie gar nicht eigentlich haben wollen. Das sind die Ängste, die die Eltern haben. Und wenn ich am Elternabend mit den Eltern solche Themen
auf der Tagesordnung habe und das mit Ihnen diskutiere, dann kann ich Ihnen auch erklären, was die Coffeeshops sind und welche Auswirkungen welche Droge auch immer hat. Wir können eben nicht auf diese Kultur zurückgreifen, leider, weil wir die irgendwann zerstört haben. Aber beim Alkohol haben wir es ja auch. Also da haben wir ja auch eine bestimmte Kultur und nicht, ich komme aus einer Weingärtnersfamilie, deshalb bin ich nicht alkoholkrank und auch meine Kinder haben kein Alkoholproblem, obwohl wir aus einer Weingärtnersfamilie kommen. Ja, also man kann damit auch anders umgehen. Vielleicht ein Wort bezüglich der Aufklärung. Es wurde ja jetzt der Flyer von der BZGA, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gesprochen. Und die BZGA macht auch eine Website, die heißt dracom.de. Und da bin ich mit der Suchmaschine rübergegangen und konnte feststellen, dass Themen wie Drug-Checking, auch Pill-Testing genannt, die kommen da nicht vor. Das wird systematisch ausgeblendet. Man gibt sich ein wissenschaftliches Bild, da werden Studien besprochen, aber bestimmte Informationen werden völlig ausgesiebt auf dieser Seite. Die haben vielleicht irgendwie Lehrlinge aus China angestellt oder ich weiß nicht was. Aber hier zeigt sich, es wird bewusst vorgegangen, eine Meinung zu manipulieren und nicht sachlich zu informieren. Und wer solche Tricks nötig hat, der arbeitet nicht mit sauberen Argumenten. Da ist was faul und da muss man recherchieren. Aber rein was die Substanzinformationen angeht, ist die Cannabis-Broschüre der BZGA gerade auf einem guten Stand. Da steht nichts mehr von Einstiegsdroge drin. Und auch Truckcom trägt dazu bei, dass wenn Eltern eingeben, Cannabis ist eine Einstiegsdroge, Fragezeichen, sie auch auf einem höchst, also inzwischen auch auf einem höchst regierungsamtlichen Server landen und dort gesagt bekommen, Cannabis ist keine Einstiegsdroge. Natürlich, Drug-Checking ist in diesem Land gerade unter der Regierung nicht opportun, deswegen wird es nicht erwähnt. Aber rein was die Substanzinformationen angeht, ist die BZG auf einem guten Stand. Und gerade alle nachgelagerten Sachen, also Menschen, die die ganzen Landesstellen für Suchtfragen beispielsweise, die haben alle Konzepte zum Thema Drogenmündigkeit in der Schublade. Die warten nur auf ein Signal von der Politik. Also das wäre problemlos machbar. Aber nicht ganz beschönigen, wir haben auch in den Drogenhilfseinrichtungen sehr wohl Therapeuten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die behaupten, es wäre die Einstiegsdroge und dann immer damit warnen, dass der THC-Gehalt so enorm hoch geworden ist, dass sie deshalb auch alle, die Cannabis rauchen, sofort flach liegen und abhängig sind und ihre Depressionen kriegen und ich weiß nicht, was für Krankheiten sie, AIDS habe ich glaube ich noch nicht gehört, aber nicht ins Lächerliche ziehen, aber die davor komischerweise, also auch Fachleute, die davor noch warnen. Also es gibt noch eine ganze Menge Aufklärungsarbeit zu leisten. Zu dem Wort Fachleute. Für mich ist ein Fachmann bezüglich Mescalin jemand, der Erfahrung mit Mescalin hat. Und für mich ist ein Fachmann mit DMT jemand, der Erfahrung damit gesammelt hat. Und das ist das Wichtige, dass die Leute, die die Erfahrungen mit den Substanzen gemacht haben, auch diejenigen sind, die gehört werden und nicht nur diejenigen, die die kranken Fälle in Krankenhäusern irgendwie zu sehen bekommen, aber nicht mitbekommen, was eigentlich für ein kultureller Hintergrund existiert und auch nicht mitbekommen, warum diese oder jene Person aus diesem Kontext rausgefallen ist und was eigentlich die Ursache ist. Also was Ursache und Wirkung ist bei sogenannten, sagen wir, Schadensfälle durch Drogeneinnahme, wie viel sind durch Politik und wie viel sind durch die Substanzen. Und es wird ein Feld der Angst aufgebaut und wenn man Angst aufbaut, Leute, die Angst haben, die reagieren manchmal eben schon ein bisschen außergewöhnlich. Und wenn man eine Drogenpolitik der Angst macht, dann betreibt man nicht eine Politik der Schadensminderung, sondern man erzeugt Stress und macht eine Politik der Schadensmehrung. Und so eine Politik,
die nicht Schadensminderung, sondern Schadensmehrung herbeiführt, kann ich nicht unterstützen. Und die ist anzugehen und zu ändern. Den Moment nutze ich jetzt mal, um euch, es läuft ja die ganze Zeit hervorragend ohne mich und das finde ich auch so schön. Aber ich werfe euch jetzt wieder mal zwei Brocken hin. Und zwar, wir haben jetzt über Jugendschutz im weitesten Sinne geredet. Sollen denn Drogenfachgeschäfte, Coffeeshops, Cannabis-Social-Clubs in irgendeiner Weise zum Beispiel zugangsbeschränkt sein? Also sprich, dass wir offen sein sollen, ist klar, aber zugangsbeschränkt zum Beispiel, ich habe jetzt als Beispiel, jetzt ist jemand spielsüchtig, hat in der Spielbank zum so und so vielen Male sein Geld verzockt, dann kann er sich sperren lassen. Gibt es jetzt zum Beispiel ein Drogenfachgeschäft, wenn wir über alle Substanzen reden, ja, jemand kommt vielleicht mit einer Substanz nicht ganz klar, hat Probleme, kann er sich dann auch sperren lassen? Also gibt es, habt ihr da Ideen für, Zugangsbeschränkungen einzurichten? Bitte. Ja, auch hier ganz kurz das Grundsätzliche, das kann man alles machen, wenn man denn will. Keines der Konzepte liegt für Berlin angepasst in Modellversuchssprache gegossen vor uns. Insofern müsste jede politische Umsetzung damit beginnen, dass man sich einen wissenschaftlichen Partner sucht, mit dem man den Modellversuch umsetzt. Und dann findet man diese Einzelfalllösung. Es gibt aktuell keine Datenbank, in die sich betäubungsmittelabhängige Menschen eintragen können, aus gutem Grund, weil das Missbrauchsrisiko für so eine Datenbank doch erheblich wäre. Aber wenn man das möchte, an dem Modellversuch explizit nicht teilnehmen, dann kann man da sicherlich im Rahmen der Schaffung des Modells auch so eine Datenbank kreieren. Also was die Antwort erstmal auf die explizite Frage angeht, sage ich auch wie Steffen, klar, kann man machen. Bei der Spielerkarte wissen wir, das bringt nicht viel. Also deswegen predigt das auch die FDP als Maßnahme, die Wirtschaft nicht weiter interessiert, weil sie eh wirkungslos ist. Aber man hat ja was gemacht. Bei Steffen muss ich noch den sachdienlichen Hinweis geben. Es gibt so einen Antrag. Also es gab ja durchaus den Antrag, den Schleswig-Holstein damals gestellt hat. Das war das sogenannte Apothekenmodell. Und wenn man danach googelt, findet man auch noch diesen alten Antrag. Der ist viele, viele Seiten lang. Der ist sicherlich, was den wissenschaftlichen Stand bezüglich Cannabis angeht, nicht mehr ganz aktuell. Aber er wäre auf jeden Fall eine sehr schöne Vorlage für einen Berliner Antrag, der dann zu stellen wäre, vermutlich abgelehnt werden wird. Aber wie gesagt, diesen Antrag gibt es schon, kann ich nur empfehlen, ist eine spannende Lektüre. Das Ganze muss man dann noch auch sehen, wie Steffen schon sagte, dass es eben noch nicht im noch nicht vorliegt, schriftlich oder überhaupt ausgearbeitet vorliegt, das Modell. Und da werden dann die unterschiedlichsten Fachpolitiker werden sich da einbringen. Das geht los darüber, nämlich ob das Teil tatsächlich 24 Stunden geöffnet ist, 7 Tage die Woche. Da werden wir, ich für meine Partei kann da schon mal sagen, dass wir da Probleme mit unseren Gewerkschaftlern schon mal kriegen innerhalb der Partei. Und da gibt es eben die unterschiedlichen Strömungen, auch die dann in so einer Partei drin sind, die werden da natürlich auch sehen, dass sie ihre Schwerpunkte damit einkriegen. Von daher kann man noch nicht sagen, wie das dann ganz konkret aussehen wird. Also die real existierenden Cannabis-Social-Clubs sind ja durchaus zugangsbeschränkt. Das beschränkt sich zum Beispiel auf ein Alterslimit und im Paradigma quasi keine Werbung zu machen. Ansonsten sind die trotzdem sehr erfolgreich. Also irgendwie die reine Anzahl und die Anzahl der Mitglieder, die geht halt in die Hunderte, beziehungsweise die der Mitglieder in die Tausende. Also schon ein sehr erfolgreiches Modell. Zum anderen muss man natürlich sagen, also ich persönlich bin gegen jede Zugangsbeschränkung, weil genau die halt wieder einen Schwarzmarkt erzeugt, die ja halt völlig unkontrollierbar ist. Warum sollte es denn irgendwie Zugangsbeschränkungen geben? Es gibt auch die gut vertretene Meinung von den Fachexperten, dass Drogennehmen weniger gefährlich sei als zum Beispiel Cricket spielen vom Pferd aus. Also da gibt es den bekannten Professor Nutt aus Großbritannien, der diese Meinung vertritt und mit ihm auch das irgendwie gesamte Beratung oder fast das gesamte Beratungsteam der Regierung von Großbritannien. Allerdings wurde der gute Professor Nutt dadurch geschasst und rausgetrieben und als Protest darauf sind auch irgendwie fast das gesamte restliche Komitee zurückgetreten.
Also da sieht man dann halt, was passiert, wenn man irgendwie das sagt, was halt irgendwie dargelegt ist, dass zum Beispiel einfach in Großbritannien weniger Leute Ecstasy-Unfälle haben als Unfälle beim Reitcricket. Also was soll man dazu irgendwie noch sagen? Da machen sich Leute natürlich wieder den riesigen Kopf darum, weil Drogen. Aber wir haben ja auch nicht zu vergessen, mehr als irgendwie 50 bzw. 100 Jahre Prohibition. Also irgendwie, was da irgendwie an Falschinformationen aufgelaufen ist in den Leuten, in den Köpfen und Vorurteile und das auch noch angefeuert wird durch das System. Weil wer ist ganz unten? Natürlich die Drogenuser. Ja. Ja, oder? Nee, dann wenn du was zu sagen willst, dann sag es, sonst würde ich schon wieder einen Brocken hinwerfen. Also. Ja, also ich meine, das ging ja auch gerade explizit um die Frage der Zugang, also der Einschränkung auf freiwilliger Basis, wie gesagt, das kann Sinn machen, dass natürlich irgendwelche zu hohen Hürden ein riesiges Problem sind, also deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, Cannabis dann ab 16 freizugeben, weil es nichts bringt, wenn ich einen Großteil der Betroffenen, also der Konsumenten, gerade wieder ausschließe aus dem Modell und natürlich muss auch jegliche Beratung unabhängig von jeglichem Alter möglich sein. Also ich muss auch als 12-Jähriger in ein Drogenfachgeschäft gehen können, um mich kompetent zu Heroin beraten zu lassen, auch wenn das mir nicht verkauft. Weil Informationen bereitstellen, die sachlich korrekt sind, ist, glaube ich, unabhängig von irgendwelchen sonstigen Kontrollen, das wirksamste Mittel, um Probleme mit und wegen Drogen vorzubeugen. Ja. Steffen, du willst was sagen oder du hältst nur das Mikrofon? Achso. Gut, dann haben wir quasi jetzt meine nächste Frage fast schon mitbeantwortet. Ich hätte jetzt mal nach den Problemkonsumenten gefragt, was man ihnen mit auf den Weg geben kann. Ganz einfach, informiert euch. Im Zweifel nehmt weniger und sucht euch Hilfe. Es ist nie verkehrt, mit jemandem zu sprechen, der mehr weiß. Und es ist auch nicht verkehrt zu sagen, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe. Gut. Jetzt habe ich von hinten. Nein. Also jetzt würde ich gerne noch wissen, was hat denn, ich meine, wir sind jetzt alle nicht in der Situation, dass wir das entscheiden können. Barbara hat indirekt eine Regierungsbeteiligung sozusagen. Aber wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, was hat denn der liebe Vater Staat davon, wenn wir plötzlich alle unsere Drogen bekommen können? Gut, also er hat eine ganze Menge davon. Die FDP würde jetzt nach Steuereinnahmen schreien. Als Linke muss ich das nicht tun, das kann ich anderen Parteien überlassen. Aber mir geht es hauptsächlich, also was ich eingangs auch gesagt habe, um den Gesundheitsschutz. Es ist natürlich sehr viel billiger, wenn ich weiß, was ich konsumiere und dann nicht plötzlich was genommen habe, was mich total umhaut und ich dann im Krankenhaus lande. Das kostet eine ganze Menge Geld und es ist auch nicht gerade schön, wenn ich meine Gesundheit dermaßen schädige, unbewusst. Das ist das eine, es ist also ein Gesundheitsschutz. Es ist ein Jugendschutz, den ich da einbauen kann, den ich jetzt bei dem völlig illegalen Markt überhaupt nicht in keinster Weise kontrollieren oder gezielt irgendwie einsetzen kann. Deshalb hat es auch was mit dem Jugendschutz zu tun. Es hat auch was mit Arbeitsplätzen zu tun. Viele Leute, die das verkaufen und dadurch eben in der Illegalität sind. Und das ist dann das Letzte und was wir als erstes Argument auch genannt hatten, ist die Kriminalisierung. Also wir haben viel weniger Leute im Knast dann sitzen, was den Staat erheblich billiger kommt. Also ich rede jetzt so ein bisschen, weil du das zu mir gesagt hast, hier, ich bin in Regierungsverantwortung und dann wird mir immer um die Ohren gehauen, indirekt. Ich muss auf die Kosten gucken, und dann kann ich nur sagen, es wird, wenn wir das legalisieren, alles viel, viel billiger werden. Und wir können eine ganze Menge Geld sparen, wenn wir es machen. Die Drogen werden, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie groß die Gewinncharge dann drin ist. Nur mal ein Beispiel zu nennen, welche Irrwege gewisse Gesetzgebungen haben können. Ich war vor gutem Jahr in Nürnberg bei so einer bayerischen Sozial- und Streetworker-Tagung, so ein Jahreskongress. Und da haben die mir erzählt,
da, als die Regierung angefangen hat, alle Zigarettenautomaten umzubauen, dass nur noch Erwachsene da welche rausziehen können und Jugendliche nicht mehr, hat sich schnell irgendwie eine Schwarzmarktstruktur im Bayerischen Wald etabliert. Da haben dann ein paar 19-Jährige rausgefunden, oh, mit 50 Cent Aufschlag kann man denen eine Schachtel Zigaretten andrehen. Gut, in Berlin wird sich das keiner trauen, weil er da vermutlich eins auf die Schnauze kriegen würde, aber im Bayerischen Wald geht sowas. Doch in ziemlich kurzer Zeit konnten die Sozialarbeiter und Streetworker feststellen, dass es plötzlich fleckendeckend überall eine Vielzahl Drogen zu kaufen gibt, wo es sie früher überhaupt nicht gab. Weil diejenigen, die die Zigaretten auf dem Schwarzmarkt verkauft haben, gemerkt haben, oh, da kann ich auch noch Haschisch verkaufen und Gras verkaufen und Speed verkaufen und Pillen verkaufen und alles Mögliche. Und wusch, wurde eine völlig vorher fast unberührte Gegend, wo das eher Seltenheit war, dass die Jugend solche Mittelchen genommen haben, durch ein Jugendschutzgesetz. Jugendliche können keine Ziggis mehr aus dem Automaten holen. Auf einmal für die Verbreiterung von einem Drogenschwarzmarkt in einer Gegend wie dem Bayerischen Wald. Und das sollte man halt viel mehr auch reflektieren, analysieren, wenn man irgendwelche Jugendschutzgesetze macht, ob die überhaupt die Jugend schützen oder irgendwie nur ein Kontrollsystem darstellen, das nicht gescheit funktioniert und wo man feststellt, ja, es nützt nichts, sondern bewirkt das Gegenteil. Und das ist eben bei vielen beim Betäubungsmittelgesetz, es bewirkt das Gegenteil von dem, was es eigentlich bewirken will. Drum, 40 Jahre sind genug, BTMG, ade. Ja, meine Antwort knüpft im Prinzip an das an, was Cousteau gerade gesagt hat. Meine persönliche Definition von Drogenpolitik ist es, Drogenpolitik sollte die Probleme, die es mit und wegen Drogen gibt, mindern, ohne neue zu schaffen. Da würde jetzt vermutlich die meisten Leute erstmal mit einstimmen, sagen, ja klar, wollen wir irgendwie machen. Die aktuelle Politik erreicht das halt gerade nicht. Sie schaffen es nicht, den Konsum einzuschränken. Gut, das wäre jetzt auch nicht mein primäres Ziel. Aber auch der Missbrauch, alle schädlichen Umgangsformen, welche Ursachen die auch immer haben mögen, da spielt sicherlich Unkenntnis mit rein. Da spielt aber im Zweifel auch einfach soziale Probleme mit rein. Das sollte man ja nicht vergessen. Also Leute, die absolute Perspektivlosigkeit präsentiert bekommen und das ihr Alltag ist, dass das kein gutes Setting ist, um Drogen zu nehmen, ist ja auch klar. Und dass das eher dazu führt, dass Drogen auf schädliche Art und Weise konsumiert werden, ist klar. Deswegen hätte der Staat den Vorteil, wenn Drogen legalisiert würden, dass er endlich dieses ursprüngliche Ziel erreichen könnte und diese riesige Latte an Nebenwirkungen endlich los wäre. Also Barbara hat schon einige angesprochen. Ich mache jetzt mal ein bisschen die größeren Fässer noch mal kurz auf. Wir haben das ist ein Milliardengeschäft für die organisierte Kriminalität, für Terroristen und sonstige Gruppen, die wir alle nicht mögen. Die Taliban in Afghanistan können sich finanzieren aufgrund unserer gescheiterten Drogenpolitik. Der Staat Mexiko hört nach und nach auf zu existieren, weil die Kartelle den Staat übernehmen. Warum? Weil die Kartelle Geld verdienen können aufgrund des Drogenverbotes und das Kokain in die USA bringen, das Cannabis in die USA bringen und inzwischen der drittgrößte Hersteller von Opium weltweit sind, weil es sich einfach anbietet, es direkt hinter der Grenze anzubauen. Und diese riesigen Schäden, die wir haben, also das ganze Staaten zugrunde gehen, das alles könnten wir uns auch sparen, wenn Drogen endlich reguliert würden. Darf ich noch was anfügen? Es ist, weil du die große Politik angesprochen hast, es hat natürlich auch was mit Friedenspolitik zu tun. Denn wenn wir sehen, dass es Pflanzen sind, die tatsächlich ein Kulturgut sind und wenn wir uns vorstellen,
Ich habe ja gesagt, dass ich aus einer Weingärtnersfamilie komme. Wenn jetzt morgen der Wein verboten wird bei uns, ist einmal die Lebensgrundlage meiner Familie dann, die Existenzgrundlage sozusagen entzogen worden. Und so haben wir das auch mit vielen Ländern, bei denen das als Kulturpflanze gilt und auch ganz normal benutzt wird. Das wäre aktive Friedenspolitik auch, die man da betreiben kann, denn diese Leute, die das dann auch anbauen, die müssen das nicht in der Illegalität machen, sondern die können das auch legal machen, können das legal verkaufen, wir können es legal erwerben und ja, es gibt dann auch in den Ländern weniger. Also anstatt unsere Bundeswehr nach Afghanistan zu schicken, sollten wir umgekehrt uns vielleicht überlegen, ob wir von dort vielleicht nicht eher mit denen Handelsabkommen schaffen können, dass wir da die ein oder andere Substanz von denen, von ihren natürlichen Produkten einkaufen könnten. Gerade kurz ein Satz dazu. Also gerade dieses Beispiel mit dem Weinverbot hat man in den USA gesehen, zu Zeiten der US-amerikanischen Alkoholprohibition, weil Brauereien wieder neu aufzubauen, Destillen neu aufzubauen, war kein Problem. Aber bis Wein wieder rekultiviert ist, nachdem das erstmal alles abgefackelt wurde, das hat lange Zeit gebraucht. Und deswegen ist auch die Weinkultur in den USA bis heute, hat diesen Rückschlag noch nicht komplett verkraftet. Also das ist ein schönes historisches Beispiel, wie man merkt, dass man hier eine komplette Substanz und ihre Kultur fast ausradieren kann und es sehr lange braucht, bis das wiederkommt. So, der Gerechtigkeit halber jetzt noch Triple, endlich. Genau. Ja, ich hab ja da einen etwas radikaleren Standpunkt, weil irgendwie, also der Staat so, ja, also irgendwie das, was irgendwie gerade wieder aufgezählt worden ist, irgendwie durch die Probleme, die irgendwie die Drogenpolitik verursacht hat, zeigt ja eindeutig, dass die Probleme entstehen, wenn sich die Politik einmischt. Und das kann so nicht funktionieren. Egal auf welcher Ebene, also egal wie rum man das dreht. Also das ist irgendwie einfach mal eine Sache, die zwischen Menschen abläuft. Da kann nicht irgendwie ein übergeordnetes Gremium kommen und sagen, du hast das so und so zu machen. Das kann so nicht funktionieren. Auf irgendwas anderes wollte ich auch noch hinaus, aber es ist mir gerade so ein bisschen entfallen. Genau. Deswegen möchte ich dem Drogenkonsumenten, wo ich nochmal irgendwie auf dich zurückkomme, den Drogenkonsumenten und Händler sagen, dass sie nicht das Problem sind, sondern die Gesellschaft ist das Problem. Jo, danke. Also ich glaube... Einmal muss ich noch... Max hat sich ja schon Mühe gegeben, da das große Bild ein bisschen zu zeichnen. Was wir vielfach vergessen, sind Umweltschäden, die durch die illegale Produktion von Rauschmitteln entstehen. Wenn wir uns angucken, wie in Südamerika Kokain hergestellt wird, aus Coca-Blättern gelöst wird. Wenn wir uns überlegen, wie viel Strom illegale Grow-Rooms in Deutschland verbrauchen, wo wir die Pflanzen genauso gut unter Sonnenlicht auf dem Acker stehen haben könnten. Das ist ein Gebiet, wo jeder Mensch drauf zahlt, egal ob er nun die Rauschmittel, die hergestellt werden, konsumiert oder nicht. Also ich denke, hier sind heute auch nur Politiker und Experten anwesend, die Genießer in Frieden lassen wollen und Problemkonsumenten die entsprechende Hilfe geben lassen wollen. Ich würde jetzt langsam zum Ende kommen und daher die alles entscheidende Frage sozusagen. Welche Aussichten haben wir für Berlin und welches Modell der drei vorgeschlagenen passt denn am besten? Also nur ein kurzes Statement vielleicht nochmal von jedem und dann... Möglich sind alle. Die Frage ist, wo wir den politischen Willen bei der SPD finden. Die kleinen Parteien haben da leider das Problem, dass wir sie vor uns herschubsen, weil unsere Arme nur bis zu ihnen reichen. Ich würde viel lieber den Sozialdemokraten in den Arsch treten. Da sind wir dabei. Setzt euch in euren Freundeskreisen zusammen, macht einen Grow-Room, baut an, so viel es geht. Ich will endlich vernünftiges Gras mit vielen unterschiedlichen Sorten und Namen hier in Berlin rauchen können. Das geht so nicht. Ich sag nur noch eins, wer es noch nicht gemacht hat, geht morgen wählen. Also einmal, ein bisschen Hoffnung kann man für Berlin haben, aber man muss auch sagen, dass Berlin paradiesische Zustände sind. Ich habe gerade gestern unseren Wahlaufruf vom Deutschen Handverband geschrieben. Wir sind Gott sei Dank langsam fast so weit, dass die Parteien, die ja für eine gute Drogenpolitik stehen, schon fast die Mehrheit sind. Weil selbst die große Koalition aus der vielleicht mäßig liberalen SPD und
der repressiven CDU. Selbst die kommen gerade noch über 50%. Also vielleicht schaffen wir es ja in 4 Jahren, dass wir dann eine Koalition aus Linkspartei, Piraten und Grünen aufmachen. Dann wird sich wirklich was bewegen. Insofern schließe ich mich Cousteau an, geht wählen und ansonsten macht euch breit, fordert eure Rechte ein, weil für eine bessere Drogenpolitik zu kämpfen ist euer verdammtes, gutes demokratisches Recht. Also bringt euch ein und bleibt nicht zu Hause, macht euch breit und mischt euch ein. Ja, also ich könnte dazu auch nur noch sagen, dass es egal ist, welches Projekt man im Endeffekt dann in Angriff nimmt. Hauptsache ist, dass man endlich auf den Weg kommt zur Legalisierung. Und wenn denn die SPD irgendwas anderes vorschlägt als unsere Coffeeshops, dann werden wir uns dem sicherlich nicht verschließen. Und ich kann mich dem auch nur anschließen, dieser Bitte geht wählen. Soll auch ein Stück Aufforderungscharakter haben, denn nur wenn wir wählen, ich weiß, dieser Spruch, wenn Wahlen was verändern würden, wären sie verboten, aber wer nicht wählen geht, kann dann hinterher eigentlich auch nicht unbedingt immer über die Politik meckern. So, und im Sinne unserer Gastgeber geht wählen und wählt die Piraten. Naja, ich wollte jetzt gerade auch sagen, ich wollte mich jetzt... Das war eigentlich auch mein Stichwort. Auch Barbara kann man morgen wählen in Kreuzberg-Friedrichshain in die BVV. Ich bedanke mich, kann man in Neukölln wählen. Ich freue mich sehr, ich bin da Direktkandidat und kämpfe da gegen die sowas wie die designierte Nachfolgerin von Bukowski und freue mich drauf. Buschkowski heißt er, ja Mann, Mensch, egal. Und freue mich drauf, ja, morgen ist vorbei, Wahlkampf ist rum. Ich komme jetzt zum Ende, bevor ich mich hier verlaber. Ich danke recht herzlich Barbara Seid von der Linken, dass sie sich die Zeit genommen hat. Ich danke auch. Max Plenert, ein nicht mehr junger Grüner, aber ein sehr guter Grüner. Ja, Steffen Geier, ich nenne dich jetzt mal einfach so forsch Mr. Hanfparade der letzten Jahre. Hans Cousteau, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Mitarbeit am Programm. Und wer Fragen zur Psychonautik hat, immer zu Hans. Ach ja, das habe ich vorhin bei der Vorstellung vergessen. Hans aktuelles Buch heißt Psychonautik, Hedonismus und Ekstase. Falls da jemand reinschauen will, mach das mal. Und zu guter Letzt, Triple aka Martin Steldinger, der uns bei den Cannabis Social Clubs eben geholfen hat. Und die gute Seele, oder eine der guten Seelen, wir wollen die anderen nicht vergessen, des Hanfmuseums ist. Er hat es auch möglich gemacht, dass unser Wahlwerbespot dort gedreht wurde. Ich danke dir nochmal dafür recht herzlich und es war eine super Gesprächsrunde. Piratorama hat die Aufzeichnung gemacht und ich denke, es hat allen Zusehern und Anwesenden Spaß gemacht. Danke euch. So, jetzt kommen wir dann zum letzten Programmpunkt. Wir haben zwei Gäste aus Köln, über die freue ich mich sehr. Zumindest einer von euch ist, glaube ich, Neupirat, habe ich gehört, oder eher sogar beide jetzt. Okay. Und